Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape. Gelesen von Bianca und Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Blossom Goodchild, Föderation des Lichts, vom 18. Juni 2023. Übersetzt von Emmy X. Die Botschaft der letzten Woche wurde mit solcher Power aufgenommen. Wow, war der allgemeine Ausruf. Danke von so vielen. Ebenso die Begeisterung über die Umschläge. Viele haben es so verstanden, dass sie sich bald öffnen werden. Ich habe das nicht unbedingt gespürt, aber ich würde es nur ungern einschränken. Wollt ihr ein wenig mehr über diese Dinge sprechen? Ich weiß, dass es viele erleuchten würde. Willkommen, Blossom. Willkommen, ihr alle. Wir sind von in großer Freude, dass unsere Botschaften in solch einem energetischen Modus empfangen werden. Das bedeutet auch, dass sich das eigene Sein einer höheren Ebene seiner selbst öffnet und es zulässt, dass dies innerhalb einer größeren Akzeptanz der Wahrheit des Seelenselbst stattfindet. Wir wissen also, dass der Postbote diese Umschläge nicht ausliefern wird und wir bekommen sie auch nicht per E-Mail. Es ist klar, dass sie metaphorisch sind. Jeder ist an das Wissen des Einzelnen angepasst, ist das richtig? Ja, das ist richtig, Blossom. Der Inhalt dieser Umschläge wurde von dir geschrieben, dem Selbst. Nach dem Verständnis, wo man sich zu der Zeit und an dem Ort befinden würde, an dem sie entsiegelt werden sollen. Deshalb würden wir vielleicht sagen, dass man aus einer breiten Palette von Empfehlungen auswählen kann, um dem Wunsch des Seelenselbst zu entsprechen, ihm bei dieser Mission behilflich zu sein. Denn es ist in der Tat eine Mission. Wurde uns mit diesen Empfehlungen geholfen? Sehr viel sogar, denn einige entschieden sich für Ideologien, die vielleicht nicht mit der Lebenssituation übereinstimmten. Wir wollen nicht sagen, dass das per se über ihrem Niveau lag, aber jedem wurde eine Führung gegeben, um die am besten geeignete Wahl zu treffen, von der jene mit höherem Wissensstand wussten, dass sie erfolgreich sein würde, wenn die Zeit gekommen wäre. Das hier ist ein sehr offenes Buch. Ihr sagt, es gibt Anweisungen, keine Befehle. Richtig. Wir haben manchmal das Wort Befehle verwendet, aber nur unter dem Gesichtspunkt, dass man sich an das erinnert, was man zu erfüllen wählte. Man muss verstehen, Blossom, dass es nicht heißt, dass man etwas tun muss, sondern dass man das begeistert machen möchte, was in den Anweisungen enthalten ist. Die Bandbreite reicht von bis wohin? Die Leute sind sehr an Beispielen interessiert, wenn das angebracht wäre. Erstens können wir sagen, man wird das enthaltene Wissen fühlen. Man wird sich fühlen, als hätte man dieses Bewusstsein sein ganzes Leben lang gekannt, was man natürlich auch hat. Doch auf welcher Ebene des Handelns? Natürlich wird es nicht heißen, jeden Donnerstag den Rasen der Leute zu mähen. Worüber reden wir hier genau? Von einer Ebene des absoluten Wissens um den eigenen Weg. Viele würden sagen, endlich. Siehst du, Blossom, wir sind nicht in der Lage, genaue Botschaften zu geben, weil das Empfangen dieser Botschaften ein Aha-Moment sein wird, wo die wahre Vollendung des Verständnisses, warum ihr hier seid, gefunden werden kann. Es geht nicht darum, dass ihr dies und jenes tut. Erstens wird es ein Wissen von der Bereitwilligkeit sein, das absolute Wissen. Und während man seinen Tag verbringt, werden sich jedem Gelegenheiten bieten, seine Anweisungen auszuführen. Aber tun wir das jetzt nicht schon irgendwie? Ja, das stimmt.
allerdings nicht auf der Ebene, die ihr kennen und verstehen werdet, wenn es stattfindet. Denn wenn es stattfindet, wird sich dein Sein, deine Schwingung enorm erhöht haben. Und deshalb wird das, was du in diesem Moment spekulierst, wie es sein könnte, nicht so sein, wie es sein wird, wenn die Zeit kommt. Blossom, wenn man wissen kann, die Wahrheit kennt, wenn man die Wahrheit über die Wahrheit fühlt, gibt es eine Erkenntnis, die sich in diesem Wissen ausrichtet, die es erlaubt, dass Wunder offenbart werden. Wunder, die die Seele bei jedem Einzelnen auf einem Level manifestieren und erstrahlen lassen kann, was man sich in diesem Raum des Seins nicht vorstellen kann. Sprechen wir also zum Beispiel über die verschiedenen Ebenen der Heilung? Ganz bestimmt. Was noch? Worte von Mund zu Mund. Worte werden von deinen Lippen fließen, die besänftigen und entzünden. Auch die telepathischen Fähigkeiten werden sich stark verbessern. Ich muss hier ehrlich sein. Wenn wir von Fließen sprechen, diese Unterhaltung ist es nicht. Ich dachte, das würde sie schon noch, aber ihr scheint zögerlich zu sein. Das ist richtig. Wir wollen helfen, wo wir können, und die Erwartung der Freude verstärken. Und dennoch wird viel geschehen sein, wenn diese Umschläge präsentiert werden, und daher würde vieles, was wir sagen könnten, nicht so vollständig ankommen, wie es sollte, wenn wir versuchen, dies vor der entsprechenden Zeit zu erklären. Oh, okay. Na gut. Sollen wir es also dabei belassen? Das wäre klug, finden wir. Könntet ihr uns eine abschließende, kurze Zusammenfassung geben? Wenn eine Nuss vor ihrer Laufzeit geknackt wird, ist der innere Inhalt nicht genießbar. Wir würden sagen, sie sind nicht in voller Reife. Wir sprechen über solche Dinge, um euch vorzubereiten. Denn die Seele braucht das Bewusstsein für das, was kommen wird. Doch das bedeutet nicht unbedingt, dass die Zeit jetzt gekommen wäre. Es macht keinen Sinn zu fragen, wann. Überhaupt nicht. Auf eine Sache möchten wir hinweisen, und viele sind sich dessen bereits bewusst. Wenn wir das, was wir über viele, viele Dinge wissen, enthüllen würden, um eure Neugier zu befriedigen, würde es den Verlauf der Reise verändern. Nicht nur die eigene Reise, sondern auch die Route des universellen göttlichen Plans. Wenn man im Voraus wüsste, was geschehen wird, würde man sich deshalb anders verhalten, und das würde den Plan ändern. Verstehst du? Sehr gut sogar. Manche aber, und ich verstehe warum, sehnen sich danach, etwas von dieser Einsicht zu erhalten, um den Wunsch zu verspüren, weiterzumachen. Um etwas Hoffnung zu haben. Sie haben das Gefühl, wenn sie dies oder jenes wüssten, würde es ihnen Kraft geben und ihre Schwingung anheben. Blossom, liebste Seelen, der Weg, die eigene Schwingung zu erhöhen, besteht nicht darin, Wissen über das zu haben, was kommen wird, sondern indem man im Augenblick des Jetzt ist, völlig präsent in jedem Atemzug, den man nimmt. Wenn ihr das versteht, bringt ihr die Energie des Jetzt in euer Selbst. Sie wird absorbiert, akzeptiert und geschätzt. Wenn du in die Zukunft blickst, um dich am Laufen zu halten, um dein Interesse an dir selbst aufrecht zu erhalten, verweigerst du dir die Freude, du zu sein. Ich weiß, dass ich das schon einmal gesagt habe, aber ganz ehrlich, ich brauche und mag Dinge, auf die ich mich freuen kann. Keine großen Dinge, nur Dankbarkeit für kleine Wohltaten, wie man sagt. Blossom, was wäre, wenn wir dir sagen würden, dass du in 4 Stunden den Übergang vollziehen wirst? Du hast es noch nicht getan. Lass es uns anhand dieses Szenarios erklären.
Puh, so sehr ich auch manchmal nicht hier sein möchte, wenn mir tatsächlich die Möglichkeit geboten würde, zu gehen, ich weiß, dass ich das nicht annehmen würde. Also sagen wir, du hast noch 4 Stunden auf deinem Planeten. Würdest du dich darauf freuen? An manchen Tagen ja. Ein Scherz. Ich würde akzeptieren, dass das der Fall ist. Und was würdest du mit diesen 4 Stunden anfangen? Das Beste aus der Zeit machen, die mir noch bleibt. Und wie? Indem ich alles wertschätze. Von der Familie, den Freunden, der Natur, den Elementen, was auch immer. Ich würde es zu schätzen wissen, in dem Wissen, dass ich es bald nicht mehr haben würde. Soll ich oder wollt ihr Bingo schreien? Ganz genau. Manchmal weiß man nicht zu schätzen, was man hat, bis es weg ist. Und wenn es weg ist, kann man es immer noch schätzen. Doch mit den Überbleibseln des Wunsches, man hätte so viel mehr getan, als man es noch hatte, das Geschenk, das es war, wirklich wert zu schätzen. Das, was vor euch liegt, Gelegenheiten zum Helfen, die ständig auftauchen, werden tausendfach in ihrer Energie erhöht, in ihrer energetischen Schwingung, wenn sie für das geschätzt werden, was sie sind, geschätzt dafür, dass sie in deinem gegenwärtigen Moment da sind. Glaube nicht, dass das Aufsammeln von Müll ein geringerer Dienst wäre als eine Spende für den Bau eines Krankenhauses. Denke nicht, dass dein Lächeln für eine Seele weniger Wirkung hätte als ein innovativer Redner, der die Herzen von Tausenden erhebt. Wenn du bei allem, was du tust, aus dem Herzen kommst, dann kommst du aus der Liebe. Taten der Liebe sind Taten des Dienens, egal wie unbedeutend sie dir erscheinen mögen. Ein Akt des Dienens aus dem Herzen kann nicht gemessen oder verglichen werden. Es ist, was es ist. Liebe von einem zum anderen. Es spielt keine Rolle, ob es für einen oder für viele ist. Sie ist von der gleichen Schwingung, weil du es bist, dass du bist, in Wahrheit des Selbst, das höchste Selbst. Es ist die höchste Ehre, einen Dienst zu erweisen, einem anderen Raum zu geben, der gehört werden muss. Ein paar Groschen aus deinem Portemonnaie anzubieten, selbst wenn wenig drin ist, für jemanden, der weniger hat als du und in Not ist. Und innerhalb davon, in diesem Geben, aus dem von Herzen und aus keinem anderen Grund als dem, der du bist, erhältst du mehr Liebe zu dir selbst zurück. Du hast die Handlung des Dienens nicht vorgenommen, um zu empfangen, und doch ist es Gesetz. Du kannst nicht Liebe geben im Dienst an anderen und nicht die Fülle empfangen, die automatisch zu dir zurückfließt. Das ist der Kreislauf des Lebens. Denn was du anderen gibst, gibst du dir selbst. Doch es hat wenig Sinn zu geben, um zu empfangen. Man gibt, um zu geben. Und in diesem Geben wird die Liebe erwidert. Erinnert euch, liebste Seelen, eure Tapferkeit und euer Mut wird von so vielen bewundert. In der Lage zu sein, selbst das kleinste Angebot des Dienens in einer Welt zu vollbringen, die euch auf das Gegenteil programmiert hat, ist bemerkenswert. Wenn ihr euch in vollem Umfang der Dämpfung eures Seelenlichts durch jene bewusst werdet, die nicht euer bestes Interesse im Sinn haben, werdet ihr erstaunt sein, wie ihr, die Stärksten der Starken, es geschafft habt, alles zu erreichen, was ihr erreicht habt. Ihr werdet euch selbst auf die Schulter klopfen und sagen,
Wow, ich hätte nie gedacht, wie großartig ich bin. Diejenigen von uns, die in höheren Sphären leben, wissen das. Und es ist unser größter Wunsch, dass ihr dasselbe Wissen erlangt. Mit eurer Ermutigung erkennen wir dies an und erlauben unserem Licht hell zu scheinen, während wir jede Schicht, die uns auferlegt wurde, abstreifen. Wir haben es geschafft. In Dankbarkeit, in liebevollem Dienst, ich bin. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.